Das läuft Ihrer Ansicht nach vor dem Hintergrund der Diversity falsch an der derzeitigen Rekrutierung und auch in der Personalentwicklung? Ich denke, viele Unternehmen haben den Handlungsbedarf noch gar nicht erkannt. Denn durch die fortschreitende Globalisierung und durch die demografischen Entwicklungen sehen wir zwar, dass Fachkräfte fehlen. Wir haben uns aber noch nicht richtig mit den notwendigen Konzepten auseinandergesetzt, um zu sagen, das sind die Schritte, die wir brauchen, um mehr Fachkräfte zu haben. Und da spielt natürlich die Entwicklungsabteilung hier eine ganz, ganz große Rolle, die Personalentwicklung. Sei es darum, dass Frauen entsprechend gefördert werden müssen, sei es aber auch darum, dass ältere Mitarbeiter, gerade in Deutschland, entsprechend anders qualifiziert werden müssen, damit sie möglichst bis 67 fit sind, unsere Zukunftsfähigkeit als Unternehmen zu erhalten. Sie haben es ja gerade gesagt, eigentlich hat Diversity nur Vorteile. Warum tun Unternehmen sich dennoch so schwer, diesen Ansatz umzusetzen? Ich glaube, ganz, ganz viel wird in der Diskussion missverstanden. Zum Beispiel das Quotenthema. Das Wort Quote allein ist schon ein hochemotional negativ besetztes Wort. Für mich ist es wichtig, mit Zahlen, Daten und Fakten zu arbeiten. Und die heißen fortschreitende Globalisierung, Demografiefalle für Deutschland. Wir tun nicht genug, um die Fachkräfte, die wir brauchen, entsprechend zu rekrutieren und auch zu halten. Und wenn wir uns ganz nüchtern die Zahlen, Daten, Fakten anschauen, dann wird jeder sagen, jawohl, Demografie ist natürlich ein wichtiges Element. Natürlich brauchen wir die Frauen, denn die sind gut fürs Geschäft. Und was gut fürs Geschäft ist, das müssen wir umsetzen. Und dennoch funktioniert es nicht, weil die Diskussion natürlich nicht rational geführt wird, sondern sie wird hoch emotional geführt. Und das, denke ich, daran müssen wir arbeiten und das sollten wir auch tun. Sie haben ja jetzt quasi die Seite gewechselt vom Personalmanager zum Personalberater. Wie hat sich da Ihre Sicht auf das Thema geändert? Die Sicht hat sich nicht geändert. Ich war schon immer der Überzeugung, dass Diversity eines der großen Erfolgsthemen für die Unternehmen ist. Denn jeder, der global erfolgreich sein möchte, der muss mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen arbeiten. Und da spielt Diversity eine ganz große Rolle. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, auf Veranstaltungen wie dieser hier zu Personalentwicklern, aber auch im Rahmen meiner beratenden Tätigkeit, Unternehmen teilhaben zu lassen an meiner Erfahrung, aber auch junge Frauen entsprechend zu unterstützen, zu coachen. Und als international bekannte Diversity-Spezialistin ist es für mich auch eine Herzensangelegenheit, hier entsprechend tätig zu sein.